Also ich bin jetzt das zweite, dritte Mal da und kann eigentlich nichts feststellen. Wahrscheinlich nicht mehr als jede andere Stadt. Ich würde sagen, ja. Erstens durch die ganzen Abgase von der Stadt her, durch die Autos. Und die Mülleimer, denke ich, werden auch nicht so benutzt, wie sie benutzt werden sollten. Wenn Sie jetzt die Bodenbeläge in der Bahnhofstraße und hier ansprechen, also glaube ich nicht, dass es ein Sauberkeitsproblem hat, sondern ich glaube, dass das Ganze falsch konzipiert worden ist. Auf der einen Seite errichtet man eine Freitreppe, auf denen die Leute sitzen sollen in ihrer Mittagspause. Ja, wenn die dann was essen, was trinken, ist klar, dass auch mal was auf den Boden fällt. Und wenn es dann nach 4 Wochen heißt oder nach 8 Wochen, das können wir gar nicht reinigen, dann denke ich, stimmt einfach das Konzept nicht. Das muss man anders konzipieren. So, also wenn man sich über alles aufregt, ist natürlich schlimm. Ich kann hier keinen gravierenden Dreckigkeitsproblem feststellen. Junge Leute sind unterwegs, ältere sind unterwegs. Also ich sehe hier überhaupt keine größeren Probleme.